Hallöchen, willkommen zurück bei RimWorld. Weiter geht's hier in unserer kleinen Kolonie. So, als erstes mal muss ich mal sagen, der Idiot, der diesen elektrischen Herd in die Kühlkammer gepackt hat, ist ein wirklich ganz schöner Depp. Muss ich sagen, Möglichkeit, Moment, warte mal. Wolle Häuptling von den die violetten Megascarabeus, Tox, irgendwas, hat uns eine Nachricht geschickt. Alter, was ist denn das für ein Name? Sie haben erfahren, dass eine Sammlung wertvoller Gegenstände in einem nahen Versteck darauf warten, gefunden zu werden. Die Sammlung besteht aus Sozial-Neurotrainer, Bergbau-Neurotrainer, Nahkampf-Neurotrainer, Medizin-Neurotrainer, Nahkampf-Neurotrainer, nochmal. Unglücklicherweise wird das nicht lange dort bleiben. Andere Gruppen sind schon auf dem Weg und werden den Ort in 15 Tagen erreichen. Habe ich keinen Bock drauf, muss mich erstmal um uns kümmern. So, denn ein Herd, wie wir ja alle wissen, sogar ich, jetzt, produziert ein Herd Wärme. Und diese Wärme verträgt sich weder mit dem Wort kühl noch mit dem Raum Kühlhaus nicht. Deswegen sollte ein Herd, der heiß wird, nicht in einem Kühlraum stehen. Deswegen bekommt der heiße Herd jetzt einen etwas anderen Raum. Und zwar den würde ich direkt hier rechts daneben bauen. So, danke dafür. Nur habe ich das auch mal gerafft. Dachte mal, ja, okay, macht schon, passt schon, weil dann können die das Essen direkt hier reinlagern und dann ist okay. Ja, doof bleibt doof, ne? Kann ich nichts dafür. Ach so, warte mal, können die den schon fällen? Oh, der kann schon weg. Sehr gut, ne? Die können ja im Hintergrund mal ein bisschen was machen. Schwere Krankheit. MC Mayhem hat eine schwere Krankheit. Ach so, das ist ja jetzt sogar das Krankenbett, ne? Ganzen Körper, Blutverlust extrem. Okay, die behandelt den jetzt erstmal durch. Den müssen wir durchkriegen. MacMahon, der hat schon einiges richtig gemacht hier. Da baue ich hier einfach so einen kleinen Raum hin. Und dann können die da von mir aus darüber und darüber dann durch. Und dann kommt der Herd einfach da drüben hin. Da muss ich hier oben bloß die... auch das können die mal abreißen. Die Stromkabel noch ein bisschen verlegen. Tja, bis da so hin. Und der kommt dann neu verbinden. Strom ein, aus. Achso, das ist auch wieder einer der Gegenstände, die ich nicht einfach versetzen kann. Gut, und außerdem mein Leitspruch ist ja immer... Bewohneranzahl mal 3 für das Maximum der Mahlzeiten. Ich habe die ja schon auf 20 reduziert, dadurch, dass wir noch 5 Bewohner sind. Reduziere ich es mal auf 15. So, geht es dem schon ein bisschen besser. Der ist jetzt 28. Fuck, ey. Kann man irgendwie Binden, Bandagen oder so ein Kram herstellen? Oder nutzen die hier... Okay, die nutzen tatsächlich schon die bestmögliche medizinische Versorgung. Bewusstlos sogar. Echt, hat's den so schwer erwischt? Ja, Carlotta kümmert sich nicht mehr um ihn hier. Fuck, ich hoffe, der überlebt das. Ach, klau den da hier unten noch mal ein bisschen was. Achso, die hatte ich ja ausgezogen, ne?
Ja, ist ja auch richtig. Was ist das hier? Stoffstammeskleidung. Herr Decker hat ja auch ganz schön was abbekommen. Rechte Fuß der Speer. Wir brauchen so eine Selbstschussanlage irgendwie. Platten hatte ich dort gebaut, gut. So, der Reis, 77%, okay, Kartoffeln, ja, dürften wir auch nochmal durchkriegen. Mais, mal schauen. Ja, 47, 46, 48. Ja. Oh, ich mache mir echt Gedanken um ihn. Die Angriffe werden immer stärker, ne? Also, waren jetzt schon drei Leute. Gut, der eine ist abgehauen. Okay, die putzt dir ein bisschen das Blut beiseite. Dann putzt doch erstmal hier drin bei ihm. Gut, er kriegt sowieso nicht mit. McMahon, Mitbewohner, kann wieder laufen. Oh, Gott sei Dank. Okay. Okay. Ah, Blutverlust ist runtergegangen. Gott sei Dank. Das war vorhin mal 64, 65%. Ist jetzt nur noch bei 60. Ja, wir erforschen ja gerade hier die Mechanik. Das hier hatte ich ja auch noch gebaut, ne? Ein Kurzbogen, Langschwert. So ein fieses Langschwert mal bauen? Plaststahl, Stahl, Uran. Je besser natürlich die angesetzten Materialien, desto besser dürfte der... Ich lasse das mal drin, vielleicht macht jemand so ein Schwert. Okay, der wird wieder, Gott sei Dank. Also ich denke mal, dass der übers Gröbste hinaus ist jetzt. Okay, da oben wird noch fleißig gebaut. Kann ich mal ein bisschen die Zeit beschleunigen. Weil die hier oben kann ich so, wie sie sind, eigentlich auch komplett abreißen. Und vielleicht da oben die stehen lassen. Ein Hundi weg. So, das hier oben ist bald fertig. Wunderbar. Vielleicht bräuchten wir da... mal so eine Lüftung. Oder? Macht das Sinn? Ist es sinnvoll, wenn ich hier oder hier eine Lüftung hinbaue? Ich mach das einfach mal. Die sollen erst mal fertig bauen. Oh, Decke kümmert sich jetzt um McMahon. Das ist ja witzig. Vorher lag Decke hier drin als Gefangener, da hat sich McMahon um ihn gekümmert. Okay. Oh, hier. Die baut tatsächlich. So, und ihr meintet hier mit den manuell priorisieren. Von 1 bis 5 gehen dann die Prioritäten. Ist Priorität 1 das höchste oder... Ja, Priorität 1 dürfte ja das höchste sein, ne? Denke ich jetzt mal. Ist eigentlich die Hintergrundmusik zu laut? Oder geht das? Okay, die baut noch.
glaube ich. Ja, genau, die baut noch. Nur einer fehlt. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Hat er sich eingeschlossen da oben? Das gibt's doch nicht. Ich habe nicht mal genügend Holz, damit ich den hier rausholen kann. Carlotta baut ja gerne ab, ne? Gut, wenn er da mal eine Nacht verbringt, sollte das nicht so dramatisch enden, hoffe ich jetzt einfach mal. Mann, so ein Kunde, ey. So, ich befasse mich damit immer mal wieder. Jetzt möchte ich erstmal abwarten, ob das hier alles noch so hinhaut. Jetzt nicht euer Ernst. Ja, der geht schon hin. Tja, Baus, du musst noch ein bisschen warten. Warum ist es da explodiert? Ich sollte auch ein paar Windturbinen bauen, das ist keine schlechte Idee, denn wenn mal keine Sonne da ist, arbeiten ja trotzdem die Windturbinen. Schön löschen, schön mit den Händchen da drauf und pusten. Ey! Ab, zurück. Ich glaube, es hackt oder was. Ja, na, kümmere dich mal um McMahon. Shit. Jetzt habe ich hier unten. Mann. Oh, McMahon läuft wieder draußen rum. Und geht direkt ans Feuer. Sehr gut. Und die frisst erstmal, oder was? Nein! Seht ihr? Deswegen habe ich hier nicht dran rumgefummelt. Ich wusste, da passiert sofort wieder irgendwas. Ab zum Feuer, alle. Nicht plus zwei. Essen kannst du später, wenn das hier vorbei ist. Ich helfe mit. Ja, doch, wird weniger. Gott sei Dank. Das ist natürlich selber doof, Baus. Das weißt du hoffentlich selbst, dass das keine Glanzleistung von dir war, dich selbst dort einzusperren. Wie auch immer das geht, Freundchen. Kommst gleich raus. So, Carlottchen. Ja, die ist erstmal zu Ende, oder was? Was? Verrücktes Tier. Ja, ein Hase. Meine Fresse. Ach, guck mal, hier oben liegen ja auch noch welche. Ist das jetzt euer Ernst? Ein Killerkanickel, oder was? Mensch, den holt den doch da mal raus. Ey, Leute. Ich geh kaputt. Was hatte Decker nochmal als... McMahon hatte zwar eine Schusswaffe... Ja, Bowers ist der mit dem Gewehr, was ich eigentlich jetzt brauche.
Holst du den jetzt endlich da raus? Danke. Ah, okay. Das ging schnell. Haha. Oh, da brennt's noch. Ich dachte, das wäre vorbei. Und hier von diesen Heilwurzeln, da würde ich auch gerne mal irgendwo ein bisschen was lagern. Was ist das hier? Ein elektrischer Fehler. Ja, alles klar. Habe ich schon gesehen. Was? Nein, nein, nein. So, jetzt aber. Kann mir jemand sagen, warum das explodiert ist? Karlottchen, die repariert wieder alles, sehr gut. Was kostet so eine Windturbine? Okay, geht, wir bräuchten 100 Stahl. Och, ey Leute. Achso, der repariert gerade. Achso, können Feuer nicht löschen, weil das nicht das Heimgebiet ist. Ach so. Kümmert euch doch bitte nochmal um das Feuer. Das wäre ganz, ganz lieb von euch. Okay. Na, Bauers, aber nicht fummeln. Habe ich doch gesehen, wo die Hand war. Decker? Also. Genau, immer mit... Merkt euch das? Mit einem Speer auf Feuer eindreschen, dann geht das aus. Nein, sehr schön. Okay. Lage vorerst unter Kontrolle. Okay, die baut hier weiter rum. Wir hätten noch das Kaninchen, was wir schön schlachten können. Oh, Kaninchen ist lecker. Ich habe das früher sehr gern gegessen. Oder bei meiner Oma selber geschlachtet. Oh Mist, wir haben keinen Stahl mehr. Tja, gut. Das nützt alles nichts. Da müssen wir hier ein bisschen abbauen. Das hier vorne ist auf alle Fälle Stahl. Weiter reinklicken kann ich nicht. Gut. Und Holz brauchen wir auch. Na schön, dass hier immer mal wieder was nachwächst. Da müssen die nicht so weit. Okay, wird auch schon geerntet. Super, dann kann ich nämlich diesen elektrischen Herd, der heiß macht, in den anderen Raum verfrachten. Genau, da habe ich jetzt noch eine Betonplatte, das wollte ich so. Gut, das wollte ich tatsächlich so. Aber die Schlachtbank, die kann ja ruhig hier bleiben, ne? Können wir ruhig das eine Kaninchen mal genauer untersuchen. So, okay, gut, jetzt sind wir wieder... Jetzt läuft's wieder. Genau, schnapp dir das mal, lager das hier mal schön. Sehr gut. Es gibt ja auch so viele unzählige Mods zu dem Spiel, ne? Okay, wunderbar. Stahl kommt langsam rein, sogar eine ganze Menge. Die baut er jetzt auch relativ viel ab diesmal. Und wer kann denn am besten... Moment. Bergbau 2, das muss jetzt nicht die 1 sein, aber Pflege. Die beiden Mädels können das sehr gut. Bettruhe. Feuerwehr. Keiner von denen, ne? Schalten und walten. Kann bloß Carlotta, sehr gut. Aufseher. Tierpfleger. Kochen. Wer von denen hat eine Affinität zu kochen? 7 von 20, 8 von 20.
Wobei, da könnte sie eigentlich eher aufs Kochen und er eher auf Bergbau. Muss ja nicht sein, dass die Frau da die ganze Zeit hier die, als Einzige die Wand wegknüppelt. Und wir haben eine ganze Menge, na gut, eine ganze Menge ist es nicht, aber ein bisschen Stahl haben wir wieder. Okay. Bauen. Feldarbeit bei Bauers, ja. Schmieden. Halt, dieses eine Ding ist fertig. Oh Gott. Hier, das Langschwert müsste die gemacht haben, ne? Qualität ist zwar schlecht, aber immerhin. So, dann könnt ihr morgen hier den Herd nochmal hinbauen, damit ich hier im Kühlraum keinen Herd anschmeiße. Bräuchten wir im Prinzip bloß die oberen 3, 4, meiner Meinung nach, erstmal für die Mahlzeiten. Und die unteren dann eher für das rohe Essen nochmal. Genau. So, dass wir das einfach nochmal so ein bisschen umlagern. Okay, das passt dann schon. McMahon, der will noch ein bisschen arbeiten. Der hat hier genug gelegen die letzten Tage. Gut, sehen wir, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.